Sobald der Schwindel des Verschwindens sich aufhebt, verschwindet das Dasein nicht in seinem aktuellen Moment Dasein, sondern es wird zum Nirvana. Das Nirvana ist nicht nichts. Das Nirvana ist einfach das Beobachten des urteilslosen Beobachtens dessen, was sich zuträgt, was geschieht. Nicht als Verschwinden, nicht als Ewigkeit des ewig Bewegten, sondern einfach nur das Beschauen, was sich ereignet in der Interpretation, dass das eben dasjenige ist, was gerade die Rekombinatorik an diesem gewählten Ort mit einem vorhat. Beobachten des sogenannten Bewegten, das eben nicht das sich entziehend ist. Alles ist bewegt letztlich. Aber es ist weniger Bewegung als beim Betrachten eines Kieselfeldes scheinbares Nichtbewegen. Auch hier findet zwar Veränderung statt, wenn der Zen-Buddhist auf die Kieselwand guckt. Veränderung der Schatten, der Farben, der Brechungswinkel, je nach sich veränderndem Lichteinfall der Sonne oder des Mondes. Aber entscheidender sind die Beobachtungen der sichtbaren Veränderungen. Indem eben damit erkannt wird, was die Rekombinatorik, die einen an diesen Ort ausgesetzt hat als Körper, in diesem Moment produziert als Vorstellung, als Bildvorstellung, als Buchstaben- oder Gedankenvorstellung, als Wortvorstellung. Wobei die Textur des Textes, des Symbolischen, etwas anderes ist als jene andere Textur der Buchstaben einer organizistischen Rhetorik, nicht Rhetorik, sondern Kombinatorik, die sich hier erprobt und ausfältelt und ihre rekombinatorischen Interaktionen erfährt. Das Beobachten des Beobachten dessen, was geschieht. In denjenigen Bewegungen, die im Äußeren stattfinden, wissend, dass dies ja nur an dem Kulminationspunkt stattfindet, der durch die Rekombinatorik in einem dieses Vorstellungsbild an der Virtualschnittstelle erzeugt, an dem es sich selbst beschaut. Und man selbst beschaut also diese Wechselwirkung des schauenden Auges im sich selbst beschauen dessen, was durch das Auge
generiert wird als rekombinatorisches Ereignis. Und das ist es dann, woraus man rückschließen kann, was die Rekombinatorik mit einem anstellt, immer nur in diesem Moment. Also, der Schwindel des Verschwindens wandelt sich in die Beobachtung des Beobachters dessen, der das beobachtet, das all das erzeugt, was die Rekombinatorik ihm eingibt, als Bild, als Gedankenvorstellung, als Textur, basierend auf einer anderen Textur. Und auch hier schließt sich wieder der Determinismus, denn es ist nur diese Helix, diese Spirale, diese Textur, diese Spindel, dieser Strudel, um den sich dann alles dreht, und dessen Kettenkarussell mal man in seinem Ereignishorizont, in seinem Ereignisfeld eben erstaunt, verwundert nicht mal, sondern einfach nur ja, emotionsenthoben konstatiert, betrachtet im kontinuierlichen Wandel, der keine Veränderung um der Veränderung willen ist, sondern eine Veränderung um der Neurekombinatorik willen, nach gewissen Assimilationsgesetzen. Denn die Quantifizierung, die Quantelung zum Beispiel des Wellenfeldes ist ja nichts anderes als die Mathematik, die Zahlenproportionen, die Geometralproportionen dessen, wie Welleninterferenzen miteinander interagieren, zu interagieren vermögen. Und da dies dann immer ein Entweder-Oder darstellt, ein entweder stattfindendes oder nicht, findet das immer nach praktisch natürlichen Zahlenverhältnissen, nicht nach reellen oder irrationalen Zahlenverhältnissen statt. Obgleich auch hier immer der letzte Rest des Unaufgehenden bleiben muss, damit das weiter Scrabble und Knoble und Würfele